Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier in LS22 und wieder mit dabei, Patrick. Grüß euch, Lels. So, wir machen da die letzte Spur an Stroh. Aber Juhu. es wird sich nicht ganz ausgehen. Ein bisschen bleibt wahrscheinlich liegen. Und das soll dann auch liegen bleiben. Das ist mit am Wurscht. Das größte oder das meiste haben wir. Ja. Das war ein Krampf. Und jetzt ist. Ja, ein bisschen. Ein bisschen ist liegen geblieben, aber das gehen wir mal sammeln. Mein innerer Monk, der schreit wie blöde, aber es hilft nichts. Vielleicht sammle ich es doch. Ich hab schon auf das gewartet. Der Monk singt immer, singt immer. Ja. Nein, es geht nämlich darum, ich gehe ja nachher sowieso Traktor wechseln. Und da kann Darum ich muss. Stroh einsammeln und den Ladewurm brauche ich um das Große zu sammeln. Und da könnte ich es ja ins Lager kleine haben. Das bisschen halt. Ja, das habe ich mir schon irgendwie so gedacht. Ich würde fragen, warum du nicht das bisschen auch noch eine und noch ein Silo um eine hast. Ja, wenn ich das jetzt aber abgeladen habe, gehe ich schnell an. Anheim. Na, also, nein, zuerst gehe ich einsammeln. Zuerst gehe ich einsammeln und dann gehe ich schnell an Traktor, der was an Helfer, der was die Steine eingesammelt hat, der ist ja fertig. Wird schnell an Gruber draufhauen und umschicken aufs andere Feld zum Grubern. So, 12:02 im Game. Ja. Das heißt, 2 Stunden noch. Wenn überhaupt. Dann kommt der Regen, hast du gemeint. Ja, 14 Uhr ist auch grüßen, aber das ist eine Richtzeit. Das kann ein bisschen früher, beziehungsweise immer ein bisschen später aufhören. Deswegen. Meinst du anfangen in diesem Fall? Ja, auffangen, aber aufhören kann es auch, weil um 15 Uhr hat er wieder gesagt, da wird nur mehr noch bewölkt. Okay. Also in dem Sinn, mal schauen. Optimal wäre, wenn wir um 13:30 Uhr fertig sind. Weil dann kann ich sein. Aber noch schaut der Himmel ziemlich wolkenfrei aus. Außer der ist ein bisschen. Aber das wird sich jetzt innerhalb der nächsten Ingame-Stunde ändern. Das Gute ist, dadurch werden die Maschinen wieder sauber. Yep. Das ist ein Depp, aber ich schon. Weil der Traktor mit dem Ladewagen, der ist Nervt. bedürftig zum Waschen.
Ja. Zug Kommt dazu. voraus. Knapp 7000 Liter waren es aber auch jetzt. So. Ist das ein bisschen Stroh noch bohr? Ja. Ja, kannst du da schon wieder zu mir kommen, Kollege? Ich bin auf dem Weg. Passt. Bin gerade auf der Höhe von Traktor. Das habe ich zu schauen, okay. Dann switche ich schnell. Open, ja. Habe ich gemerkt. Alles gut. Weißt du überhaupt, wie ich das merke? War nur eine Schubweise mehr aus, sie kommt aus dem Real. Genau. Ja, schaut aus, liegen wir gut in der Zeit mit den Abernten. Jetzt hast du die Hälfte. Circa. Vielleicht auch schon über der Hälfte. Wann haben Ja. wir begonnen eingehen? Boah. Och. Zähne hast du angefangen, glaube ich. Zähne? Ja, ich glaube. Es wird sie alles knapp ausgehen, wenn es sich ausgeht. Da werden wir Punkt 14 Uhr oder ein bisschen nachts, wo fertig ist. Naja, ich hab um 10 ist sowas hast du angefangen. Ich hoffe, ich habe spät angefangen. Gut, dass ich überhaupt gleich angefahren habe dort nachher. Dass ich das mit dem Großschwert anlegen lassen habe.
Ah, denkst du jetzt einen kleinen Zobi? Ja. Weil der Kleine hat die Pflegebereifung drauf, damit das Kostüm nicht zusammenreißt. Wenn ich Eis haben tue. Beziehungsweise brauche ich einen Kleinen da drüben den Schwader noch auch. Damit ich nichts hinmache. Und den Hänger ziehe irgendwie vor, wenn ist mit dem Großen auch leichter. Nur dass ich mit dem Auffahren, wenn er voll ist, ein bisschen leichter. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Was denn? Ich hab da noch einen Traktor Stein, der was nichts macht gerade. Steine sind alle weg. Das ist gut. Jetzt erst einmal zusammenklappen. Dann lassen wir aber da stehen. Dann nehmen wir Grubi. Und dann lassen wir einen Helfer gleich drüben drüber starten. Das ist eine gute Idee. Ach nö. Okay, nicht? Und ein bisschen zu weit, wenn du da immer als Bricht noch ein Oberhand statt hinten anhängen. So, das Feld ist eigentlich so weit fertig, dass wir es aussetzen können. Mhm. Aber das machen wir erst im nächsten im Jahr. Und daraufhin müssen wir das nächste Feld, beziehungsweise das Feld, was du jetzt hast, auch hinbringen. Ja. Damit da überall Hafer angesetzt. So, wie schaut's denn aus? Hast du Zeit? Ich komm noch. Okay. Ich geh nur schnell starten und dann. Ja, passt. Bis ich gleich noch. Ja, ich bin ja erst mit 55% voll. Ja. So dringend ist es jetzt auch nicht mehr. Auch nicht noch da. Jetzt kommen wir ja nicht schlecht. Ja. Wenn du hier die fahren willst, sicher. Ich könnte den zwar im Rückwärtsgang auch überholen, aber es ist doch einfacher. Mit dem Hänger hinten sicher, ja. Da ist er ja schon. Das Netz gerade bist du auf einmal zu langsam geworden. Ja, die Spur verloren. Weil vorher nicht mit dem Format, ich tue selber. Nee, was? So. Das geht wieder weggebracht.
Was denn? Oh. Uhrzeit. Uhrzeit, oh. Ich glaube, das wird sie nicht spüren. Ich fühle sie nur. Ja, kann man halt nichts machen. Wie lange hat dann Regen auch gesagt? Um 15 Uhr wäre es schon wieder vorbei, wäre nur bewölkt, also eine Stunde wird man verlieren. Das wäre akzeptabel. Musst du nachher direkt aufhören zum Sammeln, gell? Mhm. Besser ist es. Ja, normalerweise schreibt man sehr ja hin. Hast du jetzt meine Musik gehört oder was? Weil das hat so gut dazu passt. Echt? Na, Ja. Hab ich nicht gehört. Führ mich zum Schotter. Der Schotterstraßen, oder? Gut, Straßen war mir lieber. Ja. Würden sie völlig rein. Ein Hänger mehr wie ein Jahresverdienst. Wenn im echten Leben die Preise auch so wären, hätte ich mal einen Bauern fangen, ob er mir einen Hänger schenkt. Einen vollen Hänger. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, gell? Ja, das ist es ja. Das ist es ja. Und das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich schon Milliardär. Ja. Bist du mit deinem jetzt Ausland gefahren oder was? Na, wieso? Aufgucken, ne? Da steht der jetzt echt so weit oben. Ah,
Da ist er ja. Hatte ein bisschen Kreuzungsprobleme. Ah, okay. Flautos. So, kann man schon wieder was anderes machen. Und das hier weiter mit dem Ladewagen. Ladewagen wird jetzt erst abstand, das geht die Schwaden fertig ziehen. Die Bandala. Oh, eine Bandala. Das heißt, das eine Feld ist fertig, das zweite Feld ist gerade am Groben und Steiner sammeln auch. Das Ja. dritte Feld wird abgeerntet, ist nachher zu Groben noch und ja, zu verrichten. Dann haben wir das eine Feld noch, wo wir düngen müssen. Die Schwarte müssen wir fertig machen. Eis sammeln müssen wir das Gras noch. Dann müssen wir den Weizen noch verkaufen. Und dann Ja, Heu kaufen. Ah, nicht warum Heu. noch 5 Punkte? Ah. Stroh kaufen. So. Ah, Was? Hafer kaufen. So. Ich wollte gerade sagen. Weil sonst hätte man jetzt das Streu umsonst verkauft, oder? So gesehen, ja. Das war jetzt ums Eisel zu weit gefahren. Jetzt wieder die Außenansicht nehmen, sonst sehe ich das dann nicht. Na, das wird sich nichts mehr auskennen, dass ich da das Beutel fertig mache. Habe ich mir fast gedacht. Jetzt haben wir 13 Uhr im Game. Ich sag mal, ja, ein ganzes Dreiviertel, die haben wir. Ja, während der Regenzeit kannst du ja, können wir ja nachher während die Dopper der Wiesen weitermachen, das soll Eis sammeln und so, kannst du ja schon Weizen verkaufen. Weil das Blöde ist, düngen, das eine Feld kannst du auch nicht, dafür würdest du meinen Traktor brauchen. Und den brauche ich aber doch gerade. Ja. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir genügend Traktoren zur Auswahl haben. Und wenn ich Ja. jetzt so schaue, von den Finanzen her, jetzt sieht das gut ausgehen. Da können wir verkaufen und direkt gleich Hafer kaufen auch. Dann können wir ins Hänger einfallen. Das wird gehen. Oktober hat's in sich. Jo. Mehr als wie. Ja, dafür sind dann noch ein paar Monate, wo gar keine Arbeit ist. Nachher wieder, was wir überspringen können. Weil Dezember herum und so ist eigentlich.
jetzt zu tun. Da war jetzt wahrscheinlich eher mehr so Schneeschaufeln angesagt, gell? Ja, aber das habe ich bis jetzt immer übersprungen eigentlich. Mhm. Da sind doch ein paar Bandala zu ziehen. Ja. So. Bist du schon wieder so weit? Nein, nein. Deppert schauen, ob ich jetzt eine Reihe auslassen. Was? Hör auf! Ja, ich nur 3-4 Blumen. So. Ich hab gedacht, eine komplette Reihe, die ganze Längsame. Na. Zwei, drei, vier, fünf. Mit der Reihe, was jetzt auf den Sechser. Dann ist das da auch fertig. Dann ist nur noch zum Einsammeln. Im Großen und Ganzen sind wir eh gut unterwegs, aber. Wenn du jetzt Zeit hast, kannst du mich schnell ausnehmen. Und? Ja. So, und damit darfst du ein paar Worte sprechen. Tja, das heißt, wir haben schon wieder unsere Zeit erreicht, gell? Jo. Ja, Lels. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ja, und das letzte Wort diesmal übergebe ich den Stefan. In diesem Sinne. Schönen Abend, schönen Tag, je nachdem man schaut, bis zum nächsten Mal. Ciao.